nächste Frage hat der Reitschuster. Warum kein Video aus der Bundespressekonferenz, werden Sie sich jetzt vielleicht fragen. Ja, die Antwort ist ganz einfach. Das, was hier auf meinem T-Shirt steht, eine Frage noch, das war heute nicht gegeben. Wieder einmal, ich konnte nichts fragen. Sie wissen, 2G gilt jetzt im Saal der Bundespressekonferenz. Nur noch Geimpfte und Genesene. Der Rest ist ausgeschlossen und dann heißt es, dafür gibt es ja das Online-Tool. Naja, aber wenn man im Online-Tool dann Fragen stellt, wie ich heute, und nicht drankommt, dann bringt das relativ wenig. Ganz abgesehen davon, dass das Online-Tool ohnehin keine gleichberechtigte Fragemöglichkeit ist, denn man kann dort natürlich nicht so formulieren. Teilweise werden dann Teile der Frage nicht vorgelesen. Man kann auch nicht so nachfragen, wie man das direkt könnte. Also die große Frage ist, haben wir hier eine Zweiklassengesellschaft unter Journalisten? Die Frage, die ich heute stellen wollte, die fand ich sehr interessant. Sie wäre gegangen an Wolfgang Büchner, einen der neuen Sprecher der Bundesregierung. Interessanterweise ein Journalist, mit dem ich früher auch zusammenarbeitete, den ich nicht näher, noch nicht sehr gut kenne, aber doch persönlich kenne. Und die Frage wäre gewesen, ob sich der Bundeskanzler vor seinen Entscheidungen mit kritischen Fachleuten auseinandergesetzt hat, getroffen hat, gesprochen hat mit expliziten Kritikern seiner Corona-Politik. Und leider wurde diese Frage gar nicht vorgelesen. Ich hatte das ja auch bei Angela Merkel schon gefragt. Da kam heraus, sie redet nicht oder nur ganz wenig mit Kritikern. Sie hat mich da sogar für dumm verkauft. Sie hat einmal jemanden genannt als einen Kritiker, der, wie sich herausstellte, gar kein Kritiker ist. Und ich finde, das ist verpflichtend für eine Regierung, bevor sie ganz massiv in die Menschenrechte, in die Grundrechte eingreift, muss sie auch die Kritiker anhören. Und hier hat man nicht mal die Möglichkeit, auch nur zu fragen, was sie in dieser Richtung unternommen hat. Ja, den Rest der Bundespressekonferenz, das mag böse sein, aber ich habe dort oft den Eindruck, wo ich mich frage, ist das eine Veranstaltung nach dem Motto, wie könnte man noch mehr machen, um die Grundrechte einzuschränken? Wie kann man noch besser impfen? Und die Frage ist für mich, ist das Impf- und Corona-Maßnahmenbuchhaltung oder kritischer Journalismus? Fragen über Fragen, ich formuliere es absichtlich vorsichtig. Aber gut, das ist alles legitim, dass das so gefragt wird. Aber wenn dann diejenigen, die kritisieren, wie ich, die wirklich kritische Fragen stellen, die von der anderen Seite das hinterfragen, wenn die dann faktisch gar nicht mehr zu Wort kommen, dann sehe ich hier ein Riesenproblem. Das wundert mich aber auch gar nicht mehr so sehr. Ich muss ganz ehrlich sagen, als Journalist ist man ja manchmal etwas überfordert, auch zeitlich. Und so war es bei mir. Die Regierungserklärung des neuen Kanzlers habe ich lange nicht angeschaut. Jetzt habe ich sie mir angeschaut und ich bin völlig entsetzt. Ich muss das wirklich so sagen. Das ist weniger Regierungserklärung als eine Kriegserklärung an Menschen, die nicht geimpft sind und die an dieser ganzen Corona-Politik ihre Zweifel haben. Und zwar in einer offenen Art und mit einem Zynismus. Offene Art meine ich nicht im Sinne von positiv, sondern mit einem offenen Zynismus, wie ich ihn bisher nur aus der DDR, aus sozialistischen und postsozialistischen Systemen kenne. Wenn man sich hinstellt und sagt, ich kenne keine Spaltung, die gibt es nicht, die ist so etwas von offensichtlich, das ist phänomenal. Auch dieser Journalist vom ZDF, Sundermeier, ich bekomme es nicht zustande, ich weiß nur, dass er in Kuba unter anderem studiert hat, der heute oder gestern hat der auf Twitter gebracht, alle, die sagen, dass es eine Spaltung gibt, die werden gelöscht. Er merkt gar nicht, wie sehr er damit genau diese Spaltung bestätigt. Das ist so phänomenal. Das ist Realitätsverweigerung im Endstadium. Genauso bei Scholz. Und er sagt dann tatsächlich, die anderen, die haben keinen Sinn mehr für die Realität. Die verweigern die Realität und die sind eine Minderheit. Der Fleischhauer vom Fokus hat es vorgerechnet, dass genauso viele Menschen nicht geimpft sind nach seiner Berechnung, wie SPD gewählt haben. Also auf welcher Wolke schweben die da? Wie weit sind die weg von der Bevölkerung? Und ich sage es nochmal, es ist völlig egal, ob jemand für das Impfen ist, gegen das Impfen, ob jemand findet, die Corona-Maßnahmen sind völlig richtig oder findet, sie sind nicht richtig. Wie diese Regierung mit den Menschen umgeht, wie sie Hass sieht, wie sie Hetze betreibt, wie sie spaltet und dann sagt, es gibt keine Spaltung, die anderen betreiben Hass, die anderen betreiben Hetze. Das muss jeden aufrichtigen Demokraten, egal ob geimpft oder ungeimpft, egal ob für oder gegen Corona-Maßnahmen, muss das empfehlen.
empören. Und diejenigen, die jetzt in Sachen Corona diese Regierung unterstützen, wenn die sich nicht wehren gegen diesen Umgang mit den Menschen, mit den Bürgern, dann wachen die auch in einer anderen Gesellschaft auf. Und man kann über diese Corona-Maßnahmen viel streiten. Ich habe jetzt gerade mit jemandem vom Fach gesprochen, früher sehr hochrangig, und der sagte, das, was gemacht wird, das ist im Sinne von Corona-Bekämpfung, ist vieles sehr fragwürdig. Sehr viel Sinn ergibt es, wenn es darum geht, eher ein chinesisches Gesellschaftsmodell einzuführen, wo die Gehorsamen belobigt werden, die Ungehorsamen bestraft werden. Und zumindest dieser Gedanke, den sollte man sich einmal durch den Kopf gehen lassen, weil bei 2G ist zum Beispiel ja ganz klar, dass es nicht das bringt, was die Regierung versprochen hat. Und das muss man auch sagen, es wird trotzdem beinhart durchgesetzt, obwohl sogar ein Gericht in Niedersachsen, das Oberverwaltungsgericht, gesagt hat, das erfüllt nicht die Anforderungen. Und da scheint es doch sehr deutlich zu sein, dass es da um etwas mehr geht als um die reine Bekämpfung von Ansteckungen. Also es geht darum, die Leute zu einem gewissen Verhalten zu animieren. Und ist das noch rechtsstaatlich? Ich habe meine großen Zweifel. Und der Rechtsstaat ist ja aber ohnehin quasi von Karlsruhe so gut wie amtlich aufgelöst, weil die Grundrechte gelten ja jetzt nur noch, und das muss man auch mal ganz glasklar sagen, nach dieser Karlsruher Entscheidung, solange nicht Politik und Fachleute sagen, dass sie eigentlich nicht mehr gelten sollten. Also dieses Karlsruhe hat sich vom Grundrecht verabschiedet. Dieses Verfassungsgericht, und Sie wissen ja alle, der Vorsitzende Richter, Vertrauter von Merkel, für den die Wahlkampf gemacht hat, in Skandale verwickelt, aber kam dann davon. Und jetzt mit Merkels Gnaden im Bundesverfassungsgericht, wenn das die Polen gemacht hätten, wenn das in Polen passiert wäre, dass die Regierung hier den obersten Verfassungshüter so durchdrückt, uiuiui, da wäre aber hier etwas los. Also es ist bitter. Ja, bitte Rückmeldungen von Ihnen. Wie finden Sie es, wenn ich wieder öfter hier solche Videos mache? Im Zweifelsfall dann auch weniger Videos von der Bundespressekonferenz, weil man hat ja wirklich den Eindruck, meine Fragen werden entweder nicht gestellt oder nicht beantwortet in sehr, sehr vielen Fällen. Bei den anderen ist es ohnehin schon sehr klar. Und vielleicht öfter solche Kurzanalysen. Da bitte eine kurze Rückmeldung, was ihr davon haltet. Vielen herzlichen Dank. Das war's für heute. Alles Gute, Licht unterkriegen lassen in diesen völlig irren Zeiten. Danke. Ciao. Auf Wiedersehen. Nächste Frage hat der Reitschuster. Und ein anständiges Backstage habe ich heute nicht, aber ich möchte noch einmal die Szene zeigen, wie der neue Sprecher der Bundesregierung, der oberste Regierungssprecher, mit kritischen Journalisten umgeht. Und manche haben mir schon geschrieben, sie konnten das gar nicht glauben, dass das der Herr Hebestreit ist, der neue Sprecher der Regierung. Sie dachten, das sei ein Bodyguard, aber das ist nicht so. Also schauen Sie sich das hier an. Warum habt ihr Senat 2016 Cum-Ex profitiert? Ich verspreche Ihnen, unser Ziel ist eine transparente Kommunikation. Wir versuchen nach Kräften, Ihre Fragen tatsächlich zu beantworten. Und damit soll es aber jetzt auch genug sein mit den salbungsvollen Worten, würde ich vorschlagen. Warum habt ihr Senat 2016 Cum-Ex profitiert? Und schauen Sie sich jetzt nochmal an, wie der neue Bundeskanzler auf Pressefragen, auf kritische Fragen antwortet nämlich gar nichts. Wir reden viel über Respekt, auch über Gerechtigkeit. Und meine Frage ist, wo ist dieser Respekt, wenn Sie die Unwahrheit gesagt haben bezüglich Treffen mit der Warburg Bank, also wie oft Sie dort zusammen waren? Und in dieser Cum-Ex-Affäre ist der Staat, der deutsche Staat, dreist betrogen. Und meine Frage ist, warum haben Sie diese Bank 47 Millionen Euro Steuernachlass geschenkt, wobei deutsche Richter diese Personen gebrandmarkt haben als organisierte Kriminelle? Dankeschön. Schönen Dank für Ihre Frage. Wir haben uns bei der Bildung dieser Regierung da verständigt, alles zu tun, damit die innere Sicherheit in Deutschland gewährleistet ist. Die Polizei bekommt all die notwendige Unterstützung, die sie braucht, damit sie alles dafür tun kann, dass Kriminalität in Deutschland keine Chance hat. Wir haben dazu sehr präzise Vorschläge gemacht, auch im gesetzgeberischen Rahmen. Und das wird die Arbeit dieser Koalition bestimmen. Die in so einer Weise zu ignorieren, das halte ich für bemerkenswert. Danke, ciao, auf Wiedersehen.